Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Part zu Black Mirror 3. Ja, die 3 im Part, die 3 im Spiel. Passt eigentlich gut zusammen. Klingt komisch, ist aber so. Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Wir wurden des Mordes, der Brandstiftung, was weiß ich nicht, alles beschuldigt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach unserer Akte, die natürlich auch einen wichtigen Punkt im ganzen Spiel sein wird. Die Akte. Und ja. Ich hatte ja schon den Kopierer erwähnt. Man kann. Oh, ja, okay. Neue Location. Interessant. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal so um und nicht gleich. Der Zucker ist alle. Der Zucker ist alle, okay. Die Kaffeekultur hält Einzug. Milde Bohne oder Doppelröstung. Ob Willow Creek dafür schon bereit ist? Ja, keine Ahnung, aber ich gehe mal einfach. Oh, halt, hier ist noch was. Blumenvase oder Kaffeebecher? Vermutlich beides. Ich weiß ja nicht, ob man da gewisse Dinge noch braucht. Die sehen recht mickrig aus, aber immer noch besser als billige Plastikversionen. Okay, besser wie Plastikblumen. Das hier ist der beste Platz im Café mit Blick auf den Dorfplatz. Da kann man dem Moos zwischen den Pflastersteinen beim Welken zusehen. Fotos von Partys hier im Café. Ich wusste gar nicht, dass in Willow Creek überhaupt gefeiert wird. Irgendwie unheimlich. Viele der Leute auf den Fotos wurden ermordet. Ich glaube, die Tür führt in den Lagerraum. Zumindest prophezeit mir das dieses Schild. Wüsste nicht, was ich da drin suchen soll. Ja, das weiß ich im Moment natürlich auch nicht. Hotspots. Ja. Vorne haben wir alles schon durch. Der Lagerraum ist mit Sicherheit noch irgendwann mal interessant. Was war jetzt noch? Ah, genau, das. Das und hier oben war noch was. Die Bilder bestimmt. Kaffee in allen Varianten. Von Mokka bis Irish Coffee. Trotzdem ist die Teesortenliste doppelt so lang. Okay. Schade. Keine Donuts mehr. Schade. Keine Donuts. Mal sehen, ob es hier noch was gibt. Also es ist wirklich nur ein Notfall, wenn ich den Hotspot-Knopf, also die Space-Taste und Hotspots drücke. Mal was ganz anderes. Gibt einen schönen Kontrast zum mittelalterlichen Rest von Willow Creek. Na, endlich, die Sonne geht auf. Ich dachte schon, in diesem Kaff leben nur alte Leute mit Alkoholproblemen. Ja, das dachte ich auch fast. Hi, ich Ich bin. weiß, ich kenne dich aus der Zeitung. Und du rennst nicht schreiend davon? Hätte ich ja viel zu tun, wenn ich vor jedem Spinner aus diesem Nest hier davonlaufen müsste. Du wohnst hier richtig gern, was? Ist hier in letzter Zeit etwas Aufregendes passiert? Abgesehen vom Schlossbrand? Warte mal, ja, die Espressomaschine ist kaputt gegangen. Gibt's das Café hier schon lange? Ist mir bisher nicht aufgefallen. Während des Jahrmarkts hatten wir dieses Jahr geschlossen. Lohnt sich ein Café hier im Dorf überhaupt? Da musst du meinen Vater fragen, dem gehört es. Wieso fragst du, willst du auch eins eröffnen? Na klar, direkt nebenan. Ein Black Mirror Spezialcafé mit Ritualblut Cappuccino und Latte Moritato. Gute Idee. Könnte von Mary sein. Ich bin übrigens Darren oder auch Adrian Gordon, wie du willst. Ich bin Denise oder auch die, die keinen Bock auf geisteskranke Brandstifter hat. Such's dir aus. Wow, ich glaube, Denise gefällt mir besser. Alles klar, Darren. Was macht eine so junge Frau wie du in diesem Kaff? Keine Lust auf die große Stadt? Und ob. Ich warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn der halbjährliche Bus nach London hier hält? So ähnlich. Gibt's gar keine Donuts mehr? Doch, im Lager. Aber die sind für den werten Herrn Inspektor reserviert. Der holt sich die hier jeden Morgen. War ja klar. Und wenn ich auch einen möchte? Dann back dir einen. Wann kommt der Inspektor denn immer?
Müsste schon längst da sein, um seine Donuts zu holen. Wird wahrscheinlich wieder aufgehalten vom Abschaum der Welt. Nette Umschreibung. So nennt Conrad seine Kundschaft, nicht ich. Conrad? Conrad Spooner, so heißt der Inspektor. Noch nicht gewusst? Ich hätte gerne einen Kaffee. Schwarz. Mach ich dir. Okay. Ja. Wahrscheinlich wohl jetzt warten zu müssen, bis ich den Kaffee kriege, natürlich. Ja, wir wissen, dass der Inspektor jetzt Conrad sich nennt. Sie ist gerade beschäftigt. Ja, sie ist beschäftigt. Okay, das könnte auch bedeuten, dass ich eventuell rausgehen kann. Moment, was haben wir hier? Die Tante Emma Kaffee, Tante Emma Laden, Polizei. Ich weiß nicht, wo ich genau hingehen soll. Solange der Inspektor hier rumsitzt, komme ich garantiert nicht an meine Akte. Nein, da komme ich auch nicht ran. Freiwillig geht ihr nicht dorthin. Okay. Ich weiß ja, das ist auch richtig, dass ich erstmal raus bin aus dem Café. Dass der Kaffee jetzt fertig, der Kaffee dauert oder so lang, es sei denn, sie zermalt erst die Bohnen. Scheint so. Okay, sie ist nicht mehr beschäftigt. Ja, hallo. Ich wusste nicht, dass Donuts in England so beliebt sind. Weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass Spooner sie liebt. Und zwar genauso wie diese Cops aus den amerikanischen Fernsehserien. Und was macht der werte Herr Inspektor, wenn es mal keine Donuts gibt? Er bekommt immer, was er will. Zur Not backe ich ihm welche. Ich hätte gern noch einen Kaffee, bitte. Na klar doch. Ah, okay. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um den Inspektor eine Weile hier im Café verweilen zu lassen. Oh Mann, das war... Ich schaue mich erstmal um. Ein Regal mit Vorräten für das Café. Was haben wir denn da? Kaffee, Tee, Säfte, Milch. Ah, und eine Packung Donuts. Im Regal stehen so Sachen wie Kaffee, Tee, Säfte und Milch. Im Regal stehen so Sachen. Eine Hochleistungskühltruhe mit Glasdeckel. Viel ist nicht drin. Eine Packung Tortenböden und eine Kiste mit Speiseeis. Minze und Schokolade. Die Dichtung ist schon recht marode. Wenn die feucht wird, bekommt man die Truhe wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Oh, was steht hier? Ein Doppelklick auf... findbar, was findbar, was verdient, was verdient, Doppelklick. Ja, ich hab sie einfach nur wieder zugemacht. Jetzt ist sie wieder offen. Moment. Es gibt ja hier noch was zu sehen. Ein Putzeimer, gefüllt mit altem Wischwasser. Ein Putzeimer. Was ist mit der Putzeimer? Nichts eigentlich. Das sind wohl die für den Inspektor reservierten Donuts. Was soll ich damit tun? Donuts. Grundnahrungsmittel für Polizisten wie Spooner. Aha, okay. Das ist die Tiefkühltruhe. Ich lege die Kiste mit den Donuts gut sichtbar in die Kühltruhe. Okay. Bald gibt's hier Tiefkühl-Donuts. Fragt sich, wie mir das helfen soll. Bald gibt's hier Tiefkühl-Donuts. Fragt sich, wie mir das helfen soll. Das frage ich mich auch gerade. Okay, ihr betrachtet dann das... Die Kühltruhe mache ich besser zu. Dann können die Donuts es sich dafür schon mal gemütlich machen. Okay, dann nicht. Ich wollte sie eigentlich gleich zumachen, aber okay. Muss halt erst raus. Das wird Spooner hier aber kaum aufhalten.
Ich muss noch dafür sorgen, dass die Truhe nicht mehr so einfach zu öffnen ist. Dass die Truhe nicht mehr einfach zu öffnen ist, aber dafür habe ich ja nichts. Was ist eigentlich mit dem Schwamm? Aber das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass die Truhe nicht so einfach zu öffnen ist. Hallo. Mhm. Ich glaube, ich nehme noch einen. Steht auf dem Tresen. Der ist kalt. Kann ich einen neuen bekommen? Alles klar. Vielleicht habe ich ja was vergessen. Aber mach sie bitte nicht nochmal auf, das wäre jetzt Quatsch. Das wäre jetzt gut. Jetzt ist sie wieder offen. Die Kühltruhe mache ich besser zu. Ja, ja, ja. Dann können die durch. Okay, okay. Das wird Spooner hier aber kaum aufhalten. Ich muss noch dafür sorgen, dass die Truhe nicht mehr so einfach zu öffnen ist. Bleib doch mal da. Ich wollte doch was probieren. Hallo. Mhm. Ich hätte gern noch einen Kaffee. Steht auf dem Tresen. Der ist kalt. Kann ich Na klar doch. Sorry, dass ich jetzt so schnell weggedrückt habe, aber ich glaube zu wissen, dass das was mit dem Schwamm zu tun hat. Irgendwie. Ich schleiche mich sicher nicht hier rein, um dann zu putzen. Oh Mann. Okay, ich glaube, den Schwamm muss ich nass machen und... Ja, irgendwo nass machen. Ich weiß nur nicht wo. Wo? Okay, okay, okay. Könnte auch eine Lösung sein. Wenn er ihn denn reinhält, kann ja auch sein, ich muss noch irgendwelche Hilfsmittel dazu holen, dass er den Schwamm ins Wasser hält. Nein? Okay. Gut, dann machen wir die Kaffeegeschichte nochmal und vereisen die Tiefkühltruhe mit dem Schwamm. Mein trockener Schwamm ist jetzt ein nasser Schwamm. Hallo. Mhm. Ich glaube, ich Alles nehme noch... Alles klar. Dann wollen wir doch mal sehen, ob das funktioniert. Es scheint so, ja, wenn es, wie schon gesagt, wenn es rot leuchtet, funktioniert die Geschichte. Wenn ich den nassen Schwamm auf dem Deckel liegen lasse, würde er dort sicher festfrieren. Bestimmt ein faszinierendes Schauspiel, aber nicht hilfreich. Ja, 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 okay, okay, okay. Der nasse Schwamm auf der offenen. Ich feuchte die Dichtungsgummis mit dem nassen Schwamm an. Ja, habe ich mir doch gedacht. Wenn man nun die Kühltruhe schließt, friert das Wasser und es wird fast unmöglich, den Deckel wieder zu öffnen, ohne das ganze Ding abzutauen. Macht's gut, ihr Donuts. So schnell wird man euch da nicht mehr rausbekommen. Damit dürfte sich die Donutlieferung an den Herrn Inspektor etwas verzögern. Und wir können wieder rausgehen. Das wäre erledigt. Weil, wie schon gesagt, wir müssen gern noch an die Akte kommen. Ah, okay. Da ist er auch schon. Boah, wieder einer von diesen düsteren Tagen heute. Ich bräuchte was, das mich ein bisschen aufheitern könnte. Edward kann jederzeit vorbeikommen. Warten wir lieber bis heute Abend. Scheiß auf Edward. Dann gib mir wenigstens ein paar Donuts. Na klar, ich hol dir welche. Conrad, deine Donuts sind dummerweise in der Tiefkühltruhe. Und? Dann schmeißt du doch kurz in den Ofen. Das Problem ist, der Deckel ist festgefroren. Aha, verstehe.
Du willst, dass ich dir helfe, der Kühltruhe einzuheizen. Boah. Ich denke mal, die beiden sind ein bisschen länger beschäftigt. Okay, ja, hier steht wieder ein Hinweis. Ja, okay, ich weiß. Ich weiß, ich kenne doch das Spiel. Ich weiß doch nicht Bescheid. Jetzt kann ich bestimmt auch mit dem Inspektor hier reden. Kann ich kurz etwas fragen? Jawohl. Glauben Sie, ich hätte das Schloss angezündet? Naja, Mr. Michaels, Sie haben behauptet, Sie wären Samuel Gordons Sohn und Sie sind direkt am Tatort aufgetaucht mit einer kokelnden Fackel in der Hand. Die hatte ich, um mich zu verteidigen. Gegen den mysteriösen Geheimorden, den niemand kennt und auch niemand gesehen hat. Er wird in den Chroniken der Gordons erwähnt. Vor 500 Jahren. Vergessen Sie es. Und dann wäre da noch die Sache mit der armen Miss Valley, nicht? Da hat man auch ihre Spuren am Tatort gefunden. Oh, ich sagte doch, vergessen Sie es. Dieser Inspektor, ist er immer so nett? Weiß ich nicht. Bis vor einem halben Jahr war er noch in London, bei der Mordkommission. Wurde dann hierher strafversetzt. Das erklärt einiges. Seitdem versucht er alles, um hier wieder wegzukommen. Wegen jeder Kleinigkeit lässt er die Leute hier einsperren. Macht sich gut in der Statistik. Und Sie können nichts dagegen tun? Tut der Bär was gegen den Winter? Er rollt sich ein und schläft bis zum Frühling durch. Könnten Sie mir eine Kopie meiner Akte machen und an meinen Anwalt schicken? Hat er die nicht schon längst bekommen? Er will die aktuelle Version haben, für die Botschaft. Geht nicht. Aha. Stimmt was nicht? Hatte ich vergessen. Der Kopierer ist seit ein paar Wochen kaputt. Aber ein neuer ist schon beantragt. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. So schlimm ist das nicht. Ich habe hier so wenig zu tun, da kann ich die meisten Dokumente auch abtippen. Verstehe. Wären Sie dann so nett, mir meine Akte abzutippen? Nein. Und wenn ich das Ding repariere? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wie lange wird er nach Angelina gefahndet? Solange wir sie nicht gefunden haben, gilt sie als vermisst. Auch wenn sie längst tot ist? Bisher haben wir ihre Leiche nicht entdeckt, Mr. Michaels. Wie weit waren Sie denn an den Ermittlungen in meinem Fall beteiligt? Hab die Kanalisation durchsucht und diesen Bunker. Und keine Spuren gefunden? Nö. Das kann doch nicht sein. Es ist verdammt dunkel da unten, Mr. Michaels. Und voller Ratten. Nichts für schwache Nerven. Und gibt's bei der Entführung etwas Neues? Haben Sie Tom, Bobby oder diesen Jungen in Wales befragt? Laut Aussage war Tom mit Bobby zu der Zeit in Alton Towers. Finden Sie es nicht etwas merkwürdig, dass die beiden in einen Vergnügungspark gehen? Merkwürdig ist nur die Tatsache, dass Bobby danach 2 Tage im Krankenhaus lag. Gehirnerschütterung. Aber dafür haben wir eine ärztliche Bescheinigung. Und wenn Tom nun gelogen hat? Können wir ihm nicht nachweisen. Er hatte 2 Eintrittskarten und die Bescheinigung des Krankenhauses. Verflucht. Und der Junge? Es gibt keinen Jungen namens Van Helsing in Wales. Auf Wiedersehen, Constable. Freiwillig gehe ich da nicht mehr rein. Okay, Freunde, jetzt muss ehrlich sagen, hier kann man rausgehen, hier kann man nochmal dieses Teil hier betrachten. Der hängt da bestimmt nur zur Dekoration, bei dem Wetter hier. Achso, das stimmt ja, der war ja... Es kann doch nicht so schwer sein, einen Kopierer zu reparieren. Ich habe das schließlich studiert. Naja, sowas in der Richtung zumindest. Was haben wir da? Die Sicherung ist durch. Ein Knopf zum Anschalten, der grüne Knopf ist zum Kopieren. Wenn ich die funktionierenden Kabel also richtig drehe und verbinde, sollte man wieder kopieren können. Okay, erscheint's von selbst. Nein, er macht's nicht von selbst. Ich bin beim nächsten Rätsel gelandet. Oh, wow. Ah, okay, das sind die Kabel. Entschuldigung, bin wieder an meinen Mikro gekommen. Ah.
Ah, okay. Ich muss also dafür sorgen, dass die Kabel richtig verbunden sind. Wo gibt's noch? Hier oben ist noch ein Kabel. Was von oben? Nein. Och man, es geht nicht. Er soll ja wieder kopieren. Und kann ich die Kabel eigentlich auch drehen? Oh ja, ich hab's befürchtet. Man kann die Kabel auch drehen. Ich bin ja kein Techniker. Nein, das funktioniert nicht. Das sieht man, dass es nicht funktioniert. Moment, ich... Ja. Oh, shit. Ich bin jetzt am Überlegen. Aber ich möchte euch hier nicht langweilen, ob ich den Part erstmal beende und das selbst versuche und euch dann das zeige. Ich probiere es noch ein bisschen aus. Ja. Quer geht hier anscheinend nichts. Außer. Ja, das ist auch keine Verbindung, man sieht's ja. Hört meine Maus klicken. Ja, man kann es auch überspringen, das wusste ich. Ah, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht machen. Ich werde es nicht überspringen. Oder? Jawohl, es ist eigentlich egal, weil man spielt... Also wenn ihr diesen Schalter hier benutzt, ja, bedeutet das, dass ihr das Rätsel überspringt. Und ja, eine gute, aber auch schlechte Funktion, weil mir gefällt es nicht so wirklich, jetzt nichts auszuprobieren. Ja, eigentlich... Ich bin hin und her gerissen. Och, Leute... Wir brauchen eine Verbindung. Und ja, das hier klappt ja zumindest. Das klappt nicht. Ich probiere noch weiter. Das klappt auch nicht. Ich glaube... Nein. Moment, ich habe hier oben gerade was. So, ja, das natürlich, das geht. Das geht nicht. Das wäre jetzt... Nein. Wieso? Also alles provisorisch gebastelt hier und... Und ihr wollt ja auch wissen, wie es ungefähr auszusehen hat. Nein, das passt auch nicht zusammen. Man sieht ja oben die Kontakte, die greifen nicht. Also könnte es eventuell... Ja, genau, da greifen die Kontakte und... Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das natürlich... Ich glaube, man musste noch beachten, dass das die richtige... Ah, nein. Also eins ist zumindest mal... Das ist aber auch falsch, weil... Moment. Das muss doch alles passen. Irgendwie. Ah, ich weiß, das kann jetzt eine Weile dauern. Ach, shit. Oh, shit, Frau Schmidt. Aber ich glaube zumindest, dass da dieses Kabel hier das Richtige ist. Also das Rechte, also rechts, was ich da...
Leiter. Nein, das nicht. Das nicht. Doch irgendwie quer, glaube ich, zwar weniger. Nein. Okay. Ich werde blöd hier. Okay, ich werde jetzt nicht den Knopf rechts unten benutzen und nicht das Rätsel einfach so für sich lösen lassen. Ich werde es selbst versuchen und will euch damit nicht so sehr langweilen und das Ganze, wie dieses Rätsel gelöst wird. Und ja, weil wir brauchen ja den Kopierer, um unsere Akte zu kopieren. Wenn wir ihn repariert haben, hat uns ja der Constable gesagt, wir können das dann selbst tun. Und deswegen muss ich dieses Rätsel lösen. Und das löse ich selbst. Ich werde nicht auf diesen Schalter drücken. Ja. Okay, bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr mir wieder zugesehen und zugehört habt. Und ich bin gespannt und die Lösung kriegt ihr präsentiert auf jeden Fall im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Ich bin dann erstmal weg. Ciao.